Hallo und willkommen zu meinem heutigen Video. Mein Name ist Jochen, ich bin Cloud Native Consultant bei 56K Cloud in der Schweiz. Und heute möchte ich euch erzählen, wie ihr mit IIS und Docker anfangen könnt. Der Inhalt dieses Videos basiert wie mein vorheriges Video auf einem Blogpost, den ich für 56K geschrieben habe. Und eine interessante Information zu diesem Blogpost ist, dass er einer der am meisten besuchtesten Blogposts aktuell auf unserer Webseite ist. Daher habe ich mich auch dazu entschieden, dieses Video aufzunehmen. Doch fangen wir nun an mit dem Thema. Und zunächst einmal, was ist IIS? IIS ist der Webserver von Microsoft, der mit Windows Server ausgeliefert wird und steht für Internet Information Services. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, sind Container nicht nur Linux-basiert in diesem Fall? Und das ist auch so. Eben, es gibt auch Windows-Container, sie sind nicht so gängig und nicht viele Leute wissen darüber Bescheid, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, ähnliche Mechanismen, wie wir aus der Linux-Welt kennen, eben auch auf Windows zu verwenden und eben auch Docker entsprechend dafür zu verwenden. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, könnt ihr auf die Microsoft-Dokumentation gehen. Ihr findet einen Link hier auch, auch in der Beschreibung unten. Oder kommt auf mich zu, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt. Und ich werde ein Video dazu aufnehmen und euch die entsprechenden Informationen liefern. Aber kommen wir nun zurück zum heutigen Thema. Hier möchte ich zwei Punkte ansprechen. Einerseits, wie ihr Windows-Container entwickeln könnt mit Docker Desktop. Und andererseits ein kleines Beispiel aufzeigen, wo wir eine simple Webseite in IIS installieren und mit Docker starten. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, befinde ich mich aktuell auf einer Windows-Maschine, um eben die ganzen Abläufe zu machen, da dies eben nur auf Windows möglich ist. Eben wie gesagt, verwende ich Docker Desktop und wenn wir uns den Docker-Version-Befehl anschauen, sehen wir eben, dass wir Docker Desktop in der aktuellen Version haben und aktuell die Engine, Containerd, Run-C und Docker Init auf dem Windows-Server oder auf dem Server von Docker laufen. Und wenn wir uns die aktuellen Images anzeigen lassen, sehen wir bekannte Images wie Alpine, Ubuntu und weitere, also alles bekannte Linux-Images. Um nun mit Windows-Containern arbeiten zu können, müssen wir den Server wechseln. Dies ist sehr einfach, indem wir Rechtsklick auf das Docker-Icon in der Taskbar machen und hier auf Switch to Windows Containers klicken. Da bekommen wir eine kurze Warnung, die wir getrost wegklicken können. Und wenn wir nun wieder uns den Docker-Version-Befehl anzeigen lassen, sehen wir, dass nun auf Serverseite nur noch die Engine am Laufen ist und diese dann mit den entsprechenden Windows-Services im Hintergrund kommuniziert. Zusätzlich, wenn wir uns die Images anzeigen lassen, sehen wir aktuell nur noch ein Image. Das ist ein Windows-Container-Base-Image, das den IIS eben enthält, den wir für das Beispiel verwenden wollen. Nun haben wir quasi Docker Desktop soweit eingerichtet, dass wir Windows-Container bauen können und starten können. Gehen wir nun zu dem Image selber und wie wir dies bauen können. Hier verwenden wir wie gewohnt ein Docker-File mit dem From-Clause, wo wir eben das Grund-Image angeben. In diesem Fall das Image, das wir zuvor gesehen haben. Und zusätzlich gibt es noch einen Befehl, wo wir den Inhalt von dem lokalen www.root-Verzeichnis in das Image reinkopieren. Dieses www.root-Verzeichnis hat nur eine Index.html-Seite, um eben etwas Inhalt auf der Webseite anzeigen zu können. Also sehr, sehr simpel für diesen Fall. Nun können wir wieder zurückwechseln auf die Kommandozeile. Und hier im Windows-Container-Fall können wir genau die gleichen Befehle verwenden wie auch bei Linux-Containern. Also mit Docker, Build, einem Image-Namen
Und den Punkt für den Bildkontext können wir unser Image erstellen. Wenn wir uns anschließend mit Docker Image LS uns alle Images anzeigen lassen, sehen wir, dass wir nun ein neues Image haben, das gerade gebaute eben gerade erstellt. Und noch zusätzlich sehen wir hier, dass es sehr groß ist. Dies liegt darin begründet, dass die Grundimages auf Windows sehr groß sind. Ich habe mitbekommen, es wird daran gearbeitet, die zu verkleinern, aber aktuell müssen wir mit diesem Fakt leben, aber bisher bin ich noch nie bei unseren Kunden auf Probleme gestoßen, wegen diesen zu großen Images, die wir haben. Nun, da wir das Image haben, können wir dieses auch wie gewohnt starten mit dem Docker Run Befehl. Docker Run. Und da wir eben einen Webserver haben, wollen wir diese natürlich über ein Netzwerk ansprechen. Und daher mounten wir den Port 8080 auf den Port 80 im Container und geben noch unser neu gebautes Image an. Dies startet nun im Hintergrund den Windows-Container. Und wenn wir nun in den Browser gehen, auf Port 8080 sehen wir eben den Inhalt auf der Webseite, den wir vorher definiert haben. So habt ihr nun gesehen, wie einfach es ist, um IIS-Applikationen oder Webseiten mit Docker zu erstellen und auch zum Laufen zu bringen. Wenn ihr weitere Fragen habt, Kommentare, dann kommt gerne auf mich zu, entweder in den Kommentaren auf diesem Video oder über Social Media, sei es Twitter, LinkedIn oder andere, könnt ihr jederzeit auf mich zukommen. Ich bin gerne bereit, euch zu helfen, um ja, euch in den Projekten auch mit Windows-Containern weiterzuhelfen. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos und ich freue mich, euch in meinem nächsten Video zu sehen.